So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Raundachi. Ich möchte mich zuerst bei euch allen bedanken für eure Unterstützung. Hierfür vielen, vielen Dank. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher die 5000er Marke an. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr möchtet und Lust habt, ein bisschen mehr über mich zu erfahren, dann könnt ihr gerne all eure Fragen in die Kommentare reinschreiben und ich werde sie dann, ja, zu gegebenen Anlass, wenn die 5000er voll ist, dann alle beantworten. Das verspreche ich euch. Zurück zu unserem heutigen Video. Wie man es erkennt, hier handelt es sich um ein, ja, sag ich mal, älteres Haus. Linke Auflage vom Sturz, da haben wir Stahlstürze drin, Stahlträger. Ist etwas in die Jahre gekommen und etwas marode und zerbrechlich gewesen. Und ich habe hier den Auftrag bekommen, den Auflage neu herzustellen, so dass die Standsicherheit wieder gewährleistet ist. Wie ihr gesehen habt, bei sowas muss man natürlich, bevor man an die Arbeit rangeht, zuerst muss man natürlich für Sicherheit sorgen. Und das habe ich hier gemacht in Form von den Stützen, die ich hier zum einen und direkt unter den Stahlträger, der als Sturz für die Tür vorgesehen war, und als auch die Stahlträger, die im Gebäude verbaut waren. Leute, an dieser Stelle, wenn ihr mit sowas keinerlei Berührungspunkte gehabt habt und so weiter und so fort, würde ich euch natürlich empfehlen, das Ganze hier mit jemandem anzugehen, der da schon eine gewisse Erfahrung mit sich bringt, weil das Ganze hier ist nicht ganz ohne und wir wollen ja nicht, dass da was schief läuft. Nur so nebenbei am Rande. So, nachdem ich natürlich für die Sicherheit gesorgt habe, habe ich dann diese linke Seite weggestemmt und dann habe ich auch angefangen, diesen neuen Auflage neu zu mauern. Ich habe mich hier für Kalksandsteine entschieden, weil sie eine hohe Druckfestigkeit haben und das ist in dem Fall dafür sehr gut geeignet. Ich muss jetzt natürlich zwischen die bestehende Mauer und diesen neuen Pfeiler, den ich mauern tue, eine kraftschlüssige Verbindung herbekommen. Eine Verbindung, die auch gewährleistet, dass mit der Zeit nicht wieder ein Riss oder sonstiges entstehen kann. Und das kann ich nur gewährleisten, indem ich jetzt zwischen diesen beiden Mauern so gesehen mit Ankerstäbe eine kraftschlüssige Verbindung herbekomme. Dafür habe ich hier in die bestehende Wand reingebohrt. Da muss man das natürlich auch gründlich reinigen. Das habt ihr ja gesehen mit der Bürste und mit der Luftpumpe. Das heißt, der ganze Staub muss raus. Dann habe ich dafür hier von Würth den Montagekleber. Die kennen viele. Das ist dafür geeignet, um solche Verbindungen kraftschlüssig und anständig herzubekommen. Es gibt natürlich auch andere Hersteller. Ganz wichtig bei sowas ist, wenn ihr das macht, dass die ersten ein paar Stöße einfach, das ist zum Wegschmeißen, weil nur durch diesen Mischrohr,
also den Aufsatz, was man drauf hat, die Spitze. Erst wenn sich die zwei Materialien, zwei Komponenten mischen, dann ist es auch gewährleistet, dass sich das Ganze dann auch aushärtet. Deswegen die ersten ein paar Drücker ruhig wegschmeißen und ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, wie ihr seht, habe ich da genügend Verbinder rein, genügend Ankerstäbe rein, um hier wirklich den bestmöglichen Halt zwischen die alte Wand und die neue Wand herzustellen. Natürlich zwischendrin wird das Ganze auch ausgefugt, gar keine Frage. Aber was wichtig ist, dass diese Gewindestäbe anständig verklebt sind. Man erkennt es ja eigentlich wunderbar, dass jetzt diese Sturz oben, ja, man sieht, das ist im Freien und man sieht auch dann, wo der Sturz aufhört, dass da ein richtig großer Riss gewesen ist, ja, wo das Ganze ist. Und ja, das war schon richtig, dass man sagt, okay, das alte Zeug weg und einen neuen Auflage herschaffen und das Ganze anständig dann verbinden. Genau, das ist so ein alter Maurertrick, gell? Das kennen viele nicht. Ja, das kommt einfach aus der Bewegung heraus. Ja, das ist nach oben. Und nachdem unser ganzes Zeug anständig ausgehärtet ist, bauen wir dann diese Nebeneingangstür noch ein. Im Prinzip, es ist nicht anders wie ein Fenstereinbau. In dem Fall, wir haben einen Rahmen, den tun wir anständig ausrichten. Wir nehmen uns dafür die Zeit, die wir brauchen, um das vernünftig auszurichten, ausloten. Ich verwende dafür hier diesen speziellen Fensterschrauben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder nicht. Die haben 7,5 mm Durchmesser. Da wird halt ein Vorgebot auf 7 mm und dann kann man sie einfach reinschrauben. Ohne Dübel, ohne Wenn und Aber. Und das Gute ist auch, die ziehen dann den Rahmen nicht rein oder raus, sondern die machen einfach das Ganze so fest, ohne einen Zug auf den Rahmen, ja, herzustellen. Weil viele nehmen zum Beispiel diesen Metalldübel. Das Problem bei diesen Metalldübeln ist, wer mal ein Fenster ausgebaut hat, weiß, dann muss man immer diesen Dübel durchtrennen. Ja, und manchmal ist es gar nicht so einfach, aber in der Regel geht's. Und hier ist es viel einfacher, einfach rausschrauben, den Schaum durchschneiden und gut ist. Also es geht einfach viel schneller und effektiver. Dann das Ganze ausschäumen. Ihr seht, ich sprühe hier Wasser drauf. Das Wasser macht Folgendes. Der sorgt dafür, dass der Schaum jetzt nicht unbedingt überquillt. Also übermäßig überquillt und dass es sich nicht an den Rahmen dann letztendlich haftet und Sauerei ergibt. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder mal am Ende. So schnell geht's immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, werde ich mich über einen Daumen hoch von euch freuen. Und wenn ihr neu seid, abonniert gerne meinen Kanal. Und wie gesagt, gern auch mit euren Fragen an mich und zu guter Letzt jetzt eine Kleinigkeit für unsere Lachmuskeln. So, pass auf, Patient zum Arzt nach einer OP. Herr Doktor, und wie ist es gelaufen? Der Arzt drauf: Ich würde sagen, es ist gut gelaufen.
Herr Meier, Sie sind in 2 Wochen so oder so draußen. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.